Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Ausfahrt TV Plus hier, unserem Community-Kanal. Und ich möchte mit euch sprechen. Ich habe eine Frage. Ich habe jüngst euch vorgestellt, den Mazda CX-5 als Skyactiv D, D wie Dora oder auch für Diesel 184. Ich habe einen Diesel vorgestellt und das erste Mal seit langem habe ich darunter keinen Kommentar gefunden, ein Stinker-Diesel oder wieso machst du kein Elektro oder warum machst du kein Benziner, sondern das ist der erste Diesel seit Ewigkeiten, der ohne einen Diesel-Hater-Kommentar durchgegangen ist. Zumindest habe ich keinen Diesel-Hater-Kommentar gefunden und ich stelle euch jetzt auch gleich, drehen wir gleich ab hier am Bilsterberg, den Opel Astra als Diesel vor mit einem 110 PS Diesel. Meines Erachtens eine sehr gute Wahl für das Auto, wenn man im Pendlerbetrieb unterwegs ist. Ich persönlich bin ja eh ein Fan vom Diesel schon immer gewesen, sowohl vor als auch während, wie jetzt auch nach dem Dieselgate. Und ich frage mich, es gibt ja immer so eine Empörungskurve bei uns in Deutschland, ne? Irgendwas passiert, sind wir Deutschen ganz schnell dabei, ne? Und ich sag bewusst wir Deutschen. An der Stelle, finde ich, kann man verallgemeinern. Ich spiegel einfach mal das wieder, was ich in der Zeitung lese und was ich bei Facebook sehe. Das sind für mich die Deutschen. Ne? Und die, die nicht bei Facebook sind, euch meine ich natürlich nicht. Ist klar. Ne? Und selbst die, die bei Facebook sind und mit mir nicht befreundet sind, auch euch meine ich natürlich nicht. Nein, aber generell kann man ja schon sagen, es gibt so eine Empörungskurve. Ne? Irgendwas passiert, Empörung ganz groß, hält sich dann so ein bisschen und fällt dann sofort runter und 3 Wochen später weiß immer gar keiner mehr, was überhaupt war, worüber man sich aufgeregt hat, was daraus geworden ist, wie es weitergeht und warum und wieso. Jetzt hatten wir Dieselgate und das ganze Thema hat uns ja schon ein Stückchen weit begleitet. Ne? Also das ging ja nicht nur, also die Kurve war ja nicht hoch, sondern dann ging es auf oberem Niveau so ein bisschen zackig weiter. Und ich habe so das Gefühl, jetzt sind wir abgefallen. Diesel ist wie okay, oder? Also ich meine, interessiert mich mal wirklich, ich freue mich sehr auf eure Kommentare, lest vielleicht auch gerne mal untereinander, was ihr so schreibt, aber mich würde jetzt persönlich mal interessieren, meine Community, meine Hardcore-Ausfahrt-TV-Fans, wie seht ihr das im Moment? Ist Diesel wieder okay? Kann man wieder machen? Ich meine, wir haben ja jetzt ne, WLTP, 1.9., steht quasi vor der Tür und dann haben wir jetzt hier sämtliche Motoren, die wir nur noch vorstellen, werden Euro 6 D-Temp erfüllen. Die Diesel wie die Benziner. Benziner jetzt artig mit Partikelfilter, es sei denn, du hast Mazda, dann löst das mal eben so. Und die Diesel ja in der Regel mit lustig AdBlue, dass das Abgas nochmal aufbereitet werden kann, beziehungsweise schadstoffärmer verbrennt. Jetzt ist meine Frage, können wir wieder Diesel machen? Kann ich jetzt wieder ganz normal Dieselfahrzeuge anfordern, bei den Fahrzeugen, wo ich meine, dass es Sinn macht? Ich meine, so ein kleiner Stadtpupser, ne? Da nimmst du einen Benziner, das ist klar. Aber gerade hier so ein Opel Astra, wenn ich mir überlege, ich würde wieder in Osnabrück arbeiten, jeden Tag da 100 Kilometer hoch, 100 Kilometer wieder runter. Das kannst du natürlich mit einem Benziner machen, aber ey, Kinder, was das kostet, ne? Es sei denn, du fährst 60 die ganze Zeit, aber dafür habe ich natürlich keine Zeit. Hätte ich keine Zeit. Also ich würde auf jeden Fall einen Diesel nehmen und brauche einfach mal eure Rückmeldung. Hat sich das jetzt alles wieder gewandelt? Sind wir jetzt wieder fein mit Diesel oder muss ich immer noch aufpassen? Ich freue mich auf eure Antworten zu dem Thema und bin sehr gespannt. Verabschiede mich an der Stelle jetzt erstmal wieder wie immer und sage tschüss bis dann, euer Jan.